hat zwar funktioniert, aber dadurch hat halt die Audiospur allgemein ziemlich gelitten. Deswegen habe ich mich auch dazu entschlossen, das Mikro zu holen. Okay, du da hinten, du Baustelle. Du bist nicht pausiert. Wenn du nicht pausiert bist, wieso kriegst du dann nichts? Komisch. 42 Loks. Ich will einen Tidalpool haben. Let's go. Und dann sagen wir auch noch, dass das schnell gebaut werden soll. Denn ich möchte Perlen. Generell, ich hätte gerne wieder Flusskrebse. Ne? Wissen wir ja aus dem ersten sechs Parts. Wir bekommen Flusskrebse zu essen. Eine große Nahrungs. Ah, sehr schön. Hier wird alles platt Ist gemacht. der Pool jetzt eigentlich dein Lieblingsnahrungsgebäude? Tidalpool? Ja. Mit Abstand. Das Ding ist so geil. Ich liebe es. Dachte ich mir schon. Deswegen habe ich auch gleich zwei gebaut. Also es kommen zwei hin. Ne? Die müssen halt hingebaut werden. So, wir sind aktuell im Part 5. Nur mal so am Rande erwähnt. Ist immer schön, wenn man das sieht. Ich hoffe natürlich nicht, dass ich wieder gequatscht habe, während der Cut war. Ne? Normalerweise sehe ich das ja. Ach, keine Sorge, das hast du bestimmt. Ja. Deswegen ja, verdammt der Hax, ey. Ich wollte mir das eigentlich abgewöhnen. Aber es funktioniert nicht. Es funktioniert. Was wir auch machen müssen, ist einen Handelsposten bauen. Hier, obwohl wir sind gerade noch im Jahr 2. Der taucht erst im fünften Jahr auf. Frühestens. Das heißt, das hat noch Zeit. Oh, stimmt. Was ich in den ersten drei Parts gesagt habe. Werkzeuge sind langsam wichtig. Das sehen wir. Wir haben nur noch 11. Und Kleidung ist auch langsam wichtig. Das heißt, die Jagdhütte fehlt. Chrono, ganz wichtig, du bist quasi derjenige, auf den ich zurückgreife, wenn ich irgendetwas wissen muss. Und zwar habe ich hier die Jagdhütte. So. Dann gibt es aber noch, lass mich gucken, das gute Ding hier. Der Hunting Blind. Und der Hunting Blind, der braucht erstmal Seile. Was ziemlich ätzend ist, weil ich die gerade nicht parat habe und ich auch nicht weiß, wie ich die herstelle. Da muss ich erstmal gucken, was ich für bräuchte. Aber, und das ist das Wichtigste, für den Hunting Blind brauche ich doch die Jagdhütte, oder nicht? Das Würde steht ich doch mal da, von ausgehen. ne? Deswegen hat das Ding ja auch quasi keinen Wirkungsbereich. Das heißt, man kriegt nicht angezeigt, in was für einem Radius quasi gejagt wird, weil ich quasi die Jagdhütte dafür brauche. Gut, also habe ich das richtig gebaut letztens. Denn das Ding sorgt dafür, dass eure Jagdhütte quasi aus dem Fluss, wie gesagt, bestimmte Arten von Flusstieren jagt. Dazu zählen Enten, was relativ, ja, dämlich ist, muss ich ganz ehrlich so sagen. Denn die Jagdhütte, wenn ihr die jetzt quasi in den Wald packt, dann tut sie dort auch die Enten erwischen. Das heißt, so gesehen, die Enten, die dann hier irgendwie rumdüsen, die erwischt der Jäger. Dafür braucht ihr quasi dieses Upgrade nicht. Aber ich würde mich richtig darüber freuen, zu sehen, was noch so in dem Fluss rumgeistert und was der Jäger aus dem Fluss fischt. Weil was der Fischer macht, ist ja klar. Wobei, warte. Der Fischer wurde wahrscheinlich auch geupdatet, oder? Was holt denn der Fischer alles so aus dem Fluss, außer Fische? Der macht doch bestimmt auch mehr, oder? Ah, bestimmt. Der Fischer macht doch bestimmt mehr als vorher. Das weiß ich Für die, nicht. die es nicht wissen, der Fischer war eins der unnützesten Gebäude, die es gab. Der war so ineffizient. Der hat sich nie gelohnt zu bauen. Ich frage mich, ob der sich jetzt lohnt, nach den ganzen Updates. Wollen wir den bauen? Was meint ihr? Bauen wir den? Bauen wir den? Ich bin mir unsicher. Ich weiß nicht. Ich weiß eigentlich, dass der nicht so effektiv ist. Der ist wirklich. Ach. Komm, wir riskieren's. Pausieren den aber noch kurz. Erstmal Tidalpool fertig sein. Fertig werden. 10 Loks, wir haben 0. Schon wieder. Wow. Wir haben echt Holzproblem. Deswegen, für die, die die alten Parts noch kennen, beziehungsweise den alten Livestream noch kennen, wo wir Part 9 bis 18 aufgenommen haben. Ne, 9 bis 16, Entschuldigung, mein Fehler. In dem Part habe ich richtig übertrieben, was unseren Holzvorrat anging. Und aktuell haben wir hier nicht wirklich viel. Ich sollte mal die Priorität hier hochschrauben. Ich glaube, ich hatte 9 Stück von denen. Ah, da hatten wir aber auch genug Holz. Nahrungstechnisch gesehen sehen wir echt Bombe. So, hier, das sehen wir. Die Häuser waren wichtig, ne? Ihr müsst halt gucken, dass die Pärchen, die dann quasi in die neuen Häuser einziehen, nicht allzu. Hier ist ein Moment, warte, nee, das war doch so ein altes Nee, Haus. ist noch Da. ein altes Haus. Sehr schön. Genau. Ihr müsst sehen, dass ihr relativ früh
die Leute in ein eigenes Haus bekommt. Das heißt, man kann wirklich noch von Kindern sprechen. Ich meine, 10 Jahre, okay, hier Student, ne, aber ist an sich noch ein Kind. Also, da nimmt das Spiel nicht so ernst. Früher war das halt so. Und je später ihr die quasi reinpackt, desto weniger Kinder bekommen die. Naja, und das führt irgendwann zu einem Problem, denn irgendwann stirbt eure Stadt aus. Das ist leider so. Es gibt zwar noch die Möglichkeit, dann Nomaden sich zu beschaffen. Aber dafür brauchen wir auch erst das passende Gebäude. Was war das denn nochmal für ein Gebäude, Conno? Hilf mir auf die Sprünge. Ich such's gerade. Wo war's? Das war doch hier, ne? Genau, die Stadthalle. Die Town Hall. Und die braucht richtig viele Ressourcen. Da seht ihr schon. 124 Steine, 62 Loks, 48 Eisen. Also das ist richtig viel. Ja, schaut euch das mal an. Dafür, wie gesagt, dafür ist das Gebäude relativ wichtig. Wenn ihr denn eventuell ein Bevölkerungsproblem haben solltet. So, 9 Studenten. Das sieht doch schon viel, viel besser aus. Brauchen wir bald eine zweite Schule? Nö, sieht doch gut aus. Wir bräuchten aber eine Kirche. Guck mal, seht ihr, was alles noch fehlt? Wo haben wir denn die Kirche, die gute Kirche? Einen Friedhof bräuchten wir auch noch. Ach du Schande. Okay, hier jetzt die Frage. Einfach so, es tut mir leid, ich muss einfach fragen an den einzigen Zuschauer, den ich gerade im Stream habe. Große Kirche oder kleine Kirche? Das würde mich einfach jetzt mal gerade interessieren. Die kleine ist nämlich relativ klein. Aber ich wäre eigentlich dazu bereit, genau, ich wollte es gerade sagen, ich wäre dazu bereit zu übertreiben mit der großen Kirche. Die natürlich ewig braucht, bis sie fertig ist. Der großen würden halt mehr Leute reinpassen. Mhm. Okay, jetzt ist noch die Frage, nachdem wir die eine gestellt haben, die andere, wohin? Ein bisschen weiter weg? Weil hier kommt doch irgendwo der Marktplatz hin, oder doch lieber näher lassen? Mhm. Große Kirche ist natürlich schon echt ein Monster, ne? Passende Antwort zu einer Kirche. Wie geil ist das denn? Du bist der beste Zuschauer der Welt. Natürlich, da wo ich den Friedhof hinbaue, da in der Nähe die Kirche hin. Das ist ja göttlich. Okay, Moment. Dann bin ich aber ein bisschen... Es ist natürlich jetzt erstmal die Frage, wo baust du den Friedhof hin? Ja, macht nichts, macht nichts. Ist ja okay. Definitiv. Du hast ja auch ein Real Life, sag ich mal. Ne? The Real Life City. Conno, wohin? Was hast du gerade gesagt? Du hast doch gerade irgendwas gesagt, ein guter Tipp war doch da. Ich habe gerade nicht zu... Ich habe doch... Ach du Schande. Meine Feldarbeiter. Wir haben 2 Laborer. Okay, dann ein Laborer und ein Arbeiter. Sehr schön. Das heißt, die Leute sind aus der Schule gekommen, oder? Muss ja, sonst hätte ich ja keine Bürger bekommen. Das ist schon mal gut. Nee, nicht, dass ich das jetzt gesehen hätte. Ach stimmt. Es müssten eigentlich doch die beiden gewesen sein, ja, wo du die Häuser gebaut hast. Nee, es sind meine Farmer. So, jetzt habe ich wieder 6 Farmer. Boah, das war meine... Ich habe gerade meine Farmer abgezogen. Gut. Okay, macht nichts. Das heißt, die Baustellen werden etwas später fertig. Ein Lok fehlt hier noch. Boah, ist das ärgerlich. Und hier hinten? Habe ich ja die Priorität hochgeschraubt, ne? Bin ich blöd? Wo ist es? Steckt dich nicht. Genau. Da sind auch schon ein paar Ressourcen angekommen. Sehr gut. Der Gedua kann ich euch mal zeigen. Das Ding ist... Genau, da seht ihr es. Also das Ding rastet komplett aus, was die Nahrung angeht. Wenn ihr irgendwie mal Banish spielen wollt, baut einen Gatherer. Baut einen. Ihr braucht ihn. Das ist auch übrigens das einzige Ding, mit dem ihr auf der Schwierigkeitsstufe schwer spielen könnt, indem ihr das Ding baut. Ein Feld wie hier bringt euch nichts. Da verliert ihr auch schwer. Das schafft ihr nicht, soweit ich das weiß. Ich kann mich auch irren. Man hat auch anfangs keine Samen. Ach stimmt, genau. Man hat am Anfang keine Samen. Boah, das ist richtig tryhard. Also, wenn ihr auf schwer spielt, ist das wirklich mega schwer. Und ihr braucht den Gatherer. Definitiv. Der rettet euch den Hintern. Ich habe eine Cam. Ich habe mir eine Cam geholt. Extra für Hitbox eigentlich. Der gute Corner hat mich schon einmal gesehen. Ja? Ist mal so. Ich weiß noch nicht, wie er aussieht, aber er hat mich schon mal gesehen. Und noch eine andere Person hat mich mal gesehen. Mit der ich eigentlich ein paar Projekte machen wollte. Und weswegen ich eigentlich auch die Cam geholt habe. Und dann dachte ich mir irgendwie so später, ich weiß nicht. Ja, hat sich ja nicht wirklich gelohnt, die Cam. Schöner großer Fail. So, Autosave. Vorbei.
Ja, seitdem habe ich sie eigentlich immer aus. Sie ist eigentlich aktuell betriebsbereit, meines Wissens nach. Sie müsste angeschlossen sein. Müsste, doch müsste. Wobei, Moment, nee, sie ist nicht... Bereit, um die Hackfresse zu zeigen. Also sie ist da, sie ist hier oben, genau. Wäre quasi an meinem Gesicht. Aber sie ist, glaube ich, aktuell nicht am USB-Kabel angeschlossen. Weil sonst würde sie leuchten. Was aber eigentlich nicht wirklich viel Arbeit wäre. Müsste sie nur dran knipsen. Also rein theoretisch könnte ich es machen. Aber ich... Heute definitiv nicht. Heute definitiv nicht. Ja, ist ja jetzt auch kein Horrorspiel. Stimmt. Aber ich... Ja gut, ein Horrorspiel hin oder her. Die meisten machen es auch ohne Horrorspiel. Ja, bei dem wird es dann zum Horrorspiel. Oh no, bitte, please. Das ist immer... Bei einer Aufnahmestation muss das sein, ne? Es muss sein. Ja. Du kannst es einfach nicht lassen. Oh Gott. Da hat er gerade mal einfach alle, was heißt alle? Er hat gerade 50% der Streamer und der YouTuber, die eine Cam benutzen, beleidigt. Läuft bei dir, würde ich sagen. Hast ja sonst nichts zu tun. Na gut, wie gesagt, es blätschert gerade ein bisschen vor sich hin. Das hatten wir bei der letzten Aufnahme schon am Anfang gehabt, weil wir einfach auf Arbeiter warten. Und jetzt ist es halt genau wieder das Gleiche. Wir warten auf Arbeiter. Na, ohne Arbeiter werden unsere Baustellen nicht fertig, weil im Winter irgendwie gerade nicht so viel vorangeht. Ich meine, ich bin auch blöd. Ich habe einen Arbeiter aus... also ich habe quasi einen zu einem Arbeiter gemacht von den Farmern. Wobei eigentlich überhaupt noch nichts zu tun war, ne? Ich meine, da haben noch Ressourcen gefehlt, hier unten haben noch Ressourcen gefehlt. Total dämlich von mir. Da muss ich echt ein bisschen aufpassen. Das heißt, wir warten jetzt eigentlich wieder auf den Winter. Ja, und dann kommt wieder eine große Holzsammelaktion dran. Dann kommt wieder eine große Holzsammelaktion an. Wobei, ich will gar nicht so viel Holz sammeln, weil sonst machen wir den ganzen Wald hier in der Umgebung platt. Ich würde eigentlich viel lieber mal da hinten die Holzdudes ein bisschen effektiver gestalten. Das Problem ist auch, dass der Weg zum Holzlager ein bisschen weit weg ist. Vielleicht mache ich bei denen hinten ein extra Holzlager. Wie wäre es denn damit? Dass die quasi überhaupt nicht so weit laufen müssen. Das hätte ich jetzt fast selber vorgeschlagen. Ja, siehst du, ich kann Gedanken lesen. Easy going. Weil dann können nämlich die Bürger, also die Laborer, die können nämlich dann dorthin laufen und das Holz zu der jeweiligen Baustelle tragen. Machen wir es doch lieber so. So, wieder ein bisschen was geknabbert. Ach ja, das wollte ich ja noch im Stream erwähnen. Ich habe das, für YouTube wollte ich das noch erwähnen. Ich habe das im Stream vorhin ein bisschen erwähnt. Und zwar, ich muss mal gerade nachgucken, wie die Dinge heißen. Ich habe es wieder vergessen. Ihr werdet die auch alle kennen. Ja. Ja, Moment. Und zwar, ich habe das Ding komplett zerrissen, dass ich es nicht mehr entziffern kann. Weg mit dir, Stück Papier. Moment. Ich muss ja aufpassen, dass ich ins Mikro rede. Nicht, dass ich meinen Kopf wieder hier rum wegdrehe. Moment. Okay, es ist nicht lesbar, aber es müssten die Pets sein. Kennt ihr noch die Pets? Alle Daumen hoch, die Pets kennen. Hust, was? Habe ich irgendwas gesagt? Nein, sowas machen wir nicht. Da sind wir raus. Nee, also die Pets sind diese lustigen kleinen Knusper-Dinger, die ihr quasi in... Boah, wie soll ich die denn beschreiben? Boah, Conne, weißt du, was ich meine mit den Pets? Diese kleinen, lustigen, harten, gut schmeckenden... Boah, keine Ahnung, wie ich die benennen soll. Bonbons sind es ja eigentlich nicht. Und einfach diese kleinen, leckeren Knusper-Dinger. Das ist echt schwer zu beschreiben, die Dinger. Es sind halt einfach die Pets. Damit müsste eigentlich jeder wissen, was ich meine. So, und dann gab es ja immer diese kleinen Maschinchen, diese Dinger, die ihr quasi an den Lebensmittelläden kaufen konntet, in der Naschabteilung, wo ihr dann quasi immer drauf drückt und dann kriegt ihr unten so ein Pets raus. Kennt ihr das noch? Ah, die Dinger meinst du? Ja, genau, die Dinger meinst du. Jetzt weißt du, was ich meine. Genau, die heißen halt Pets, ne? Und da habe ich die vorhin gesehen, also das heißt vorhin gestern, als ich einkaufen war im Laden, ich wollte mal wieder ein bisschen Nachtzeug kaufen. Dann dachte ich mir so, okay, aus dem Alter bin ich eigentlich raus, dass ich mir diese Drückdinger kaufe, damit ich mir da die Pets reinpacken kann. Das ist voll die Mützen der Arbeit.
Nur damit ich die dann so einzeln rausbekomme. Da habe ich mir so gedacht, okay, komm, YOLO. Du kaufst dir einfach so eine ganze Packung Pets mit 4 Geschmackssorten und jede Geschmackssorte 2-mal drin, weil die Dinge einfach geil schmecken. Aber dafür kaufst du jetzt nicht so ein Gerät, wo du die Pets reinpackst. Ha? Machst dir doch nicht die Arbeit.